Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht es wieder mal um PvP. Ich hatte da letztens schon mal ein Video zu gemacht, wie ihr am einfachsten die Samen bekommt, hier im PvP-Gebiet. Da werde ich heute auch nochmal drauf aufbauen. Außerdem wurden neue Armor-Sets geleakt, beziehungsweise gedatamined. Die werde ich die ganze Zeit hier links ein bisschen einblenden, damit ihr die seht. Übrigens, Druide, die werde ich zuerst einblenden. Druide sieht übel nice aus und ich hoffe, 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 der kommt rein. Für jede Klasse kam sowohl für männliche als auch für weibliche Charaktere ein komplettes Armor-Set raus. Deswegen auch direkt mal von am Anfang mein Disclaimer: Holt euch, falls ihr es noch nicht gemacht habt, hier bei Fatin Krimskrams die Mörder-Sachen ab, weil es kann gut möglich sein, dass in nächster Zeit, vielleicht sogar mit Patch 1.1.1, man weiß es zwar nicht so genau, wir werden demnächst schlauer sein, neue Season-Armor-Sets hier reinkommen. Und deswegen werde ich hier auch nochmal richtig reingrinden. Und wie, das zeige ich euch jetzt. Vorab, man muss immer die Optionen machen, dass man nicht netzwerkübergreifende Spielen anhat. Das hatte ich euch im letzten Video auch schon gezeigt. Da geht ihr hier im Hauptmenü auf Optionen unter Freunde und macht dieses netzwerkübergreifende Spielen aus. Das ist ganz wichtig, damit ihr viel, viel weniger Gegner antrefft. Wenn ihr das gemacht habt, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder das, was ich euch letztes Mal gesagt habe, ihr macht einfach die Aufgaben und Elite-Gegner und sammelt so die Samen. Weiß gar nicht, heißt das eigentlich Samen? Ne, die heißen, glaube ich, Blutsteine oder sowas, ne? Jedenfalls, jetzt sollten hier auf jeden Fall viel, viel Gegner und Leute sein. Den werde ich auf jeden Fall als erstes machen. Aber es gibt eine Map, die werde ich zwischendurch, hoffe, die ganzen Armor-Sets sind jetzt schon einmal durchgelaufen, werde ich auch hier einblenden. Es gibt nämlich eine Route, wo ihr Kisten sammeln könnt als Feind. Ihr markiert euch als Feind und dann gibt es hier auf der Karte, ich versuche mal direkt einen zu finden, Sekunde. Hier könnte einer sein, ich habe mir ein paar gemerkt, ansonsten würde ich auch die Karte nochmal rausfischen. Es gibt solche Truhen und jede Truhe gibt 1000 von diesen Samen. Da müsst ihr nicht mal für kämpfen. Leider keine da. Da müsst ihr nicht mal für kämpfen. Ich versuche mal eben so eine Truhe zu finden. Die ist meistens in solchen Einbiegungen und am Rand der Map. Ich suche mal eben so eine Truhe an mit der Truhenkarte hier. Und da mache ich ganz kurz Cut. So sieht die Kiste aus. Unheilvolle Truhe, die können wir mal aufmachen. Und dann seht ihr, 200, 200, 200, 200 sind ungefähr 1000 Samen. Aber ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach die Mission machen, wie diese hier. Und vor allen Dingen die Monstrosität, die jetzt gerade nicht mehr da ist. Das lohnt sich auf jeden Fall extremst. Was man noch dazu sagen muss, ist, dass diese Kisten hier an den Punkten, die ihr auf der Map seht, random spawnen. Das heißt, ihr müsst einmal die Punkte alle ablaufen, ähnlich wie die geheimnisvollen Chests bei der Helltide. Und die respawnen auch nach einer Zeit automatisch wieder. Ihr könnt aber auch, wenn ihr den Weg hier einmal abgeklappert habt, einfach das Spiel neu starten, beziehungsweise einmal ausloggen, wieder einloggen und dann sind die Kisten auch wieder da. Ich werde das Ganze jetzt hier noch ein bisschen machen, bis ich so um die 10.000, 20.000 habe und dann einmal die abgeben, die Samen. Und dann hoffe ich, dass ich das Mördergewand in nächster Zeit noch bekomme. Würde ich euch auf jeden Fall auch raten, das zu holen, bevor es dann weg ist und ihr das dann nie wieder bekommen könnt. Bei dem Data-Mining wissen wir natürlich nicht, ob die überhaupt kommen. Ich hoffe aber sehr, dass sie kommen, weil ich gerade die Druiden-Rüstung extrem cool finde. Lasst mir gerne eure Meinung unten in den Kommentaren stehen. Würde mich selber voll auf den Kanal freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!